Ja, meine Lieben, herzlich willkommen in Imperium Galactic Survival. Ihr seht, ich mache gerade noch Tomate. Die habe ich nämlich gerade gesehen, als sie fertig war. Das gehört dorthin. Immer noch nicht vergammelt, das alte Mistvieh. So. Das kommt mal mit. Dann machen wir das erst kurz, bevor wir draußen weitermachen. Achso, ich habe doch E7 Stück fertig gemacht. Das ist der einzige Vorteil an dem Blumen, ne? Man hat einfach immer genug Sachen von denen, die man hierfür braucht. Oh, wie schön. Das heißt, bald gibt es vernünftiges Futter. So, auch hin. Und da haben wir sie. Warte mal, komme ich so nicht ran, ne? Aber so geht. Mach halt fertig. Okay, zwei Stück noch und den Rest können wir in Futter machen. Sehr schön. Was brauchst du so lang, Kollege? Habe ich herzlich willkommen gesagt? Ja, ne? Habe ich. Egal, ich sag's nochmal. Herzlich willkommen. So, das ist echt verdammt spät. Das ist zu spät. Eindeutig. So, sehr schön. Aus, aus, aus. Der da hinten hat die Sachen, die wir brauchen. Auch sehr schön. Kann ich eigentlich direkt mal hier reinlegen. Du kannst zurück und aus und weg. Nein, ich wollte so. So, und dann sind wir nämlich gleich schon durch. Da fehlt jetzt noch einer? Nein, fehlt nicht. Hier fehlt einer. So, und dann müssen wir hier hin. Hier hin. Einen müssen wir natürlich offen lassen, sonst gibt das Probleme. So, und haha, darf ich gleich nochmal reinlaufen. So. Dann setzen wir die hier hin. So ein ganz kleines, schusseliges Ding, ganz klein und niedlich. Hauptsache, es funktioniert so, wie ich möchte. Das konnte ich nämlich noch gar nicht ausprobieren, weil ich beim letzten Mal auch doch, habe ich ja ausprobiert. Ja klar, ich bin ja mit dem Hover dann rüber. Stimmt. Hätte ich jetzt beinahe Blödsinn erzählt. So. Aber da sah der nicht so aus. Da sah der breiter ein bisschen aus, damit ich halt die Geschütze oben so richtig drauf knallen konnte. Ach guck. Hätte ich es beinahe vergessen, ne? Hier muss ich auch noch was hinmachen. Entweder das. Ja, die schießen meist eher von oben als von unten. Also, muss dahin. Und die sehen doof aus. Die will ich nicht. Ich habe doch die schönen Runden. Aber mit den runden, Moment, haha, die machen dann hier so einen Buckel rüber. Nee, das wäre jetzt nicht so dolle. So. Und so. Okay. Und falsch, die beiden. Weil, seht ihr gleich, na, fertig, gut. Ja, wieder ein zu wenig. Ach, ist das blöd. Na, okay. So, das kann weg, das kann gleich in eine Baukiste. Okay, einen habe ich gesagt, habe ich zu wenig, machen wir fertig. Dankeschön. Ey, schnell. So, dann geht das dort einmal rein. Da kann ich den Kram hinpacken. Davon brauche ich zwei. Und davon brauche ich ein paar mehr. Mach halt so. Ja, so ist richtig. Komm, dann packe ich die mal kurz hier rein. Dann habe ich sie gleich parat. So, fertig. Gut.
Weil das hier muss ja geschützt sein. Und das macht man natürlich am besten mit so einem... Wie, geht nicht. Geht nicht, gibt's nicht, Alter. Geht da halt drin? Na also. Ich wollte das auch hier raten haben. So. Das sind ja gar nicht die. Nee, können sie auch nicht sein, weil ich dort ja auch Schrägen hab. Hahaha. Ha, ha. Okay. Dann gehen wir halt da nochmal ran. Ist ja so schlimm nicht. Dann sehe ich gleich wieder nichts. So. Und die? Aha. Da ist der Fehler. Hier muss ich korrigieren. So, das heißt, die drei weg. Aber dann muss ich da nicht unten auch. Sehen wir gleich. Ich mache jetzt erstmal diese Ecke hier. So. Okay. Ne, der hier, das wäre nur der hier gewesen, oder? Wenn ich den jetzt wegmache. Okay, wir probieren das jetzt mit dieser Ecke. Und wir sagen ihm hier einfach mal, pass mal auf, Kollege, mach einfach mal noch welche nach. Wird schon passen. So. Brauche ich sowieso später noch welche. So, das heißt... Upp, wo willst du denn hin? Ja. So, das ist nämlich, glaube ich, dann schon richtig. Muss ich dann nur unten auch machen, sonst sieht nicht aus. So. Okay. Hat er fertig. Gut. So muss ich das nämlich dann machen. Ja, ich glaube, so ist richtig. Habe ich nämlich hinten erst nicht richtig nachgedacht. Was klingelt es denn? So. Naja, die werden jetzt eher nicht mehr gebraucht, glaube ich. Das sehe ich dann gleich. Jetzt noch nicht. Die. Später werden wir die auch noch brauchen. Aber jetzt brauchen wir halt die hier. So. Genau, dorthin, dorthin, dorthin und schon besser. Ja, so ergibt das Ganze auch mehr Sinn. Ja, so ist richtig. Das heißt, hier auch nochmal weg. Aber dann sind wir durch. Na, wo will er denn gegen boxen? Überall noch nicht da, wo er soll, habe ich so das Gefühl. So. Und den. Jetzt ist er leer. Mach schon. Und den noch. Okay. Das heißt, okay, dann machen wir erst den unteren. Dann machen wir den. Und weil wir hier unten gerade sind, machen wir den auch. Ach so, zweimal, okay. So und fertig. Na guck, so schnell geht das. So, jetzt kommt die kleine Verteidigung hier drauf. Machen wir so. Besser ist das. Die packen wir direkt hier mit ich drauf.
Und dann brauchen wir Energie. Und jetzt mal einmal angeschmissen. Muss ich nur höher kriegen. Okay. Schön oben dran. So. Wir mal gucken. Ein... Aha. Wieso kann ich den nicht drehen? Das ist ja doof. Den kriege ich nicht gedreht. Warum nicht? Na egal, dann setzen wir den halt jetzt hier hin und... Hu. Wieso will mir das Ding auf den Kopf fallen? Und hier hin. Hätte ich mal vorher wissen sollen. Eigentlich wollte ich das in der Mitte haben. Hier so mittig. Aber so geht auch. Müsste eigentlich. So, und jetzt sollte ich nämlich eigentlich überall rüberkommen, weil die haben ja so einen gewissen Bereich hier und der sollte jetzt weit genug nach vorne und nach hinten gehen, als dass ich da jetzt überall dann hinkomme. Dann werden wir jetzt gleich mal testen. Die halt aus. Da habe ich, ja, Butter könnte ich noch ein bisschen brauchen. Das sollte ich mir mal vorsichtshalber noch mitnehmen. So, das kann wieder rin. Du kannst aus. Kann halt damit dabei. Munition habe ich genug. Bei der alten Terrorblumen. Dann das, das und das. So, oben kantig, unten rund. Deswegen habe ich dazu gemacht. So, dann kriegst du das Ganze jetzt hier noch Restenergie. Und dann können wir los. Fast. Passt los. Nochmal 5. 5 machen wir mal. Kann ich nur einmal vollfüttern, hab noch Reserve in der Tasche. Und gut ist. Ja, ging recht fix das kleine Gefährt. So. Licht haben wir auch genug. Gut. Und dann können wir jetzt demnächst nämlich, in der nächsten Folge müsste das dann sein, dass wir uns nämlich dann die neuen Drohnen angucken können. Ich meine, die werdet ihr wahrscheinlich schon kennen. Gehe ich jetzt mal so ganz plump von aus. Warum habe ich den nicht ausgemacht? Sag mir das mal einer. So. Oh, es ist hell. Wie schön. So, du kommst erstmal hier weg. Da bauen wir uns auch noch so ein schönes Ding da irgendwo hin. Aber erstmal wollte ich da noch ein Dach draus setzen. Das hätte ich ganz gern. So. Wo waren jetzt der Neuner? Jetzt muss ich selber erstmal gucken. Hm. Ah, da oben. Also einmal so rum. Halt. Wo willst du hin? Und ja, sah richtig aus. Und den mal Gas geben. Eigentlich sollten wir jetzt über jeden Berg rüberkommen. Und zwar relativ problemlos. Dadurch, dass wir eben vorne den Haube noch ein bisschen... ja, dass er früher den Druck nach oben kriegt halt. Ne? Das sollte eigentlich so passieren. Der Dumme ist natürlich, dass wir trotzdem immer noch an der Pflanze überall hängen bleiben. Deswegen habe ich auch gesagt, also das ist eigentlich ist der Haube nicht wirklich zu gebrauchen, weil man eben an den Pflanzen überall hängen bleibt. Aber ansonsten geht das jetzt ganz gut. Sind wir denn noch in der richtigen Richtung? Ich glaube, ne? Was denn? Nee, ich bin wo ganz woanders. Oder... Moment. Jetzt sind hier auch wieder zwei? Er will mich doch veräppeln. Und wieso bin ich jetzt so? Haha, ich bin total falsch. Ich hätte dahin müssen.
Ja, da werde ich jetzt auch als erstes hingehen. Wie bin ich jetzt nach hier unten gekommen? Wann bin ich deppert? Naja, wissen wir, dass da auch ein Neuner ist. Aber ich würde ganz gerne erst den angefangenen leer machen. Bevor ich einen neuen leer mache. Moment. Kann das sein, dass der Fall nicht stimmt? Weil das müsste mit den 400 Metern der sein. Der andere, der ist ja hier ganz hier oben. Ich sag nicht, der Fall stimmt nicht, weil ich den Hover versehentlich quer gesetzt habe. Das wäre auch lustig. Mal gucken. Ja, ist auch so. Das ist auch so. Also achtet bitte darauf, dass ihr das richtig setzt, weil ihr seht, der Pfeil, der zeigt jetzt nach oben, ich fliege aber nach dort. Okay. Deswegen bin ich auch falsch geflogen. Das ergibt dann Sinn. So, weil jetzt müsste das nämlich dann... Ja. Jetzt fliege ich nämlich eigentlich quer. Oh, da müssen die Entwickler auch noch was nachziehen. Ist ja schön, dass man den jetzt setzen kann, wie man möchte, aber ist natürlich dann auch gut, wenn man das falltechnisch sieht. Sonst fliegt man einfach mal woanders hin. Ja gut, bei dem Hover ist man das jetzt ehrlich gesagt ziemlich latte. Aber gerade bei Raumschiffen wäre das natürlich nicht so dolle, ne? Da sollte man sich schon auf seine Fallrichtung verlassen können. Auf dem Radar kann ich das ja. Interessanterweise. Noch nicht auf der Map. Sind wir richtig? Ja, jetzt fliegen wir ziemlich genau drauf zu. Ich habe da einiges an Leuchten drin. Dann zeige ich euch jetzt mal, was ich da gefunden habe. Dann nehme ich das gleich einmal auseinander, dass wir auch schöne Sachen machen können. Wir müssen leider mit dem Hover größtenteils durch die Gegend, weil der Pott sich halt nicht verteidigen kann. Na, wen hat denn der gefunden? Lass ihn mal hüpfen. Oh, oh, ich glaube, da müssen wir rüber. Mal gucken, was der Hover jetzt kann. Na, kommt er? Jo, kommt gut rüber. So, jetzt sind wir aber, das muss hier am Strand irgendwo sein. Warte mal. Ach, da war ich ja schon. Da ist es. So, geh rein. Plasma nutze ich übrigens deswegen, ich weiß nicht, ob das jetzt in diesem Patch verändert wurde, aber Plasma nutze ich aus dem Grunde, weil die anderen die Drohnen nicht angegriffen haben. So. Ja, ein bisschen höher solltest du vielleicht dann doch. Ja. Vielleicht baue ich den irgendwann auch nochmal neu, dass ich die hier gerade habe, beziehungsweise ich baue die ab. Stimmt, das geht ja auch. Die ein... Nee, ich konnte es ja nicht drehen. Okay. Der schleudert jetzt ein bisschen Wasser nach oben. Sieht auch hübsch aus. Und das ist dann die Neunerhöhle. Habe ich mich hier einmal, also erst wieder in beiden Richtungen, so ein klein bisschen rein geguckt, wo das Ohr aufhört. Geh hoch. So. Und dann habe ich hier halt angefangen auseinanderzunehmen. Da waren, ich glaube, 700 Eisenrohr. Dieses kleine Stück hier. Hatte ich schon mal so übel nicht. Doch, das ist ja der Drill. Naja, und das werde ich jetzt gleich mal eben den Rest rausholen. Und dann geht es wieder Richtung Heimat. Wir haben auch schon wieder 19 Minuten. Ich sollte nachladen, ne? Und warum sollt ihr jetzt die ganze Zeit dabei sein, wenn ich hier nur am Drillen bin? Das ist ja auch doof, ne? Also, wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen hoch da, teilt es auf meinen Social Media. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Also, bis dahin. Bye-bye.